Hallo Leute, heute kommt meine kleine Ansage an alle Werkstätte für Menschen mit Behinderung oder Handicap. Heute sage ich in diesem Video die Punkte, die mir an Werkstätte für Menschen mit Behinderung gewaltig auf die Nerven gehen, wie man das so schön sagen kann. Ich arbeite ja selber in Bernkastel-Kues in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Alles gut und schön. Auf jeden Fall, was mir da auf jeden Fall für Sache geht, ist den Verdienst. Man verdient da 200 Euro im Monat ungefähr. Die habe da ja so ein System, so ein Blatt halt. Wie benimmt er sich? Wie ist seine Leistung? Also wer da auch hauptsächlich nach Leistung bezahlt. Und das Höchste, was man da verdienen kann, sind so an die 200 bis 230 Euro. Gibt aber auch einige, die verdienen unter 200 Euro. Und für 6,5 Stunden arbeite, 5 Tage die Woche, also das heißt, ich gehe Vollzeit arbeite, verdiene dort aber nur 200 Euro, sage ich mal, im Monat. Und das ist ein, und das finde ich, die Werkstatt nutzt die Menschen dafür aus, um dort, sage ich mal, für ihre Arbeit dort zu leisten, verdient aber dort nur 200 Euro im Monat. Dass der jetzt Vollzeit arbeiten geht. Ihr könnt gerne mal eure Meinung darüber in die Kommentare gerne auslassen. Ich verdiene, solche Menschen haben so etwas nicht verdient. Das rennt ja schon als Misshandlung, kann ich hier einfach mal so ganz klar sagen. Das ist Misshandlung und Ausnutze an Behinderte, ganz einfach. Auch wenn vielleicht ein paar anders sehe, also ein paar sehe das bestimmt auch anders, aber das ist halt wie gesagt meine persönliche Meinung. Ich finde, jeder Mensch sollte, egal ob den freien Arbeitsmarkt oder in die Werkstätte halt, den Mindestlohn verdienen. Der ist ja bei 8, 9 Euro oder so. Und für die freie Gewerkschaft, wie ich zum Beispiel, keine Ahnung, Media, seine Altersheim, Mediamark, da verdient man ja überall den Mindestlohn. Aber Werkstatt für Menschen mit Behinderung verdient man das nicht. Der Grund war, so wie ich es mitbekommen hatte, es geht da um sehr viel um Lerne und so. Die Arbeit spielt nicht im Vordergrund hier und deswegen können wir da den Mindestlohn, so wie der ist, nicht einführen. Ich stelle es einfach mal vor, ihr arbeitet in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung, verdient ihr nur 200 Euro. Das in die Woche, sage ich mal, geht ihr ca. 30 Stunden Arbeit pro Woche. Im Monat, also sind das nur 200 Euro, geht 4 Wochen Arbeit. Und das sind nur 200 Euro. Und das finde ich, ist auf jeden Fall eine Ungerechtigkeit, die die Politiker auf jeden Fall bald mal in den Angriff nehmen müssen, dass eben auch die Menschen normal verdienen. Stell dir mal vor, wenn Leute so wie ich da arbeite, die sind Unterstützung auf das Amt angewiesen. Aber mit dem Amt gibt es auch da immer noch viele Probleme, zum Beispiel man darf nicht aussuche, wie groß die Wohnung sein darf. Die geben mir da eine ganz spezielle Vorgabe und so muss halbe sein, dass das Amt mir die Wohnung finanzieren tut. Und das Problem dabei ist ja, wenn ich zum Beispiel bei der Werkstatt meine Prämien bekomme, weil das Amt halt über die Wohnung finanzieren tut, zieht die da eben fast alles wieder ab. Wenn aber da dann der Mindestlohn eingeführt wird, zum Beispiel, wenn er so 1200 Euro verdiene, dann ist das wieder so, dann verdient man 1200 Euro, da kann man sich eine Wohnung finanzieren. Wie sagt man jetzt, wenn knallhart, wenn jetzt 900 Euro weggehen, habe ich immer noch mehr zum Leben als wie jetzt zum Beispiel. Oder zum Beispiel, wenn man jetzt Hartz IV vergleichen tut, die Leute, die Hartz IV bekomme, oder die Leute, die eine behinderte Werkstatt arbeiten gehen. Wenn man das vergleichen tut, ein Vierfänger bekommt an die 400 Euro, vielleicht etwas mehr. Aber ein Mensch mit einer Behinderung in einer Werkstatt,
der eben nur in der Leistung beschaltet wird, verdient nur 200 Euro. Dann sag mir mal, welche Leistung bringt ein Hartz-IV-Empfänger? Richtig, gar keine. Und dann sollte die Leistung oder den Betrag, würde man so sagen, immerhin, wenn noch kein Mindestlohn eingeführt wird, auf jeden Fall etwas höher als der Hartz-IV-Satz gemacht werde. Aber selbst dann, wenn man Vollzeit arbeiten geht, finde ich persönlich, sollte man auf jeden Fall auch dort den Mindestlohn verdienen. Das war meine kleine Ansage an die Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Könnt ihr sehr gerne eure Meinung über das Thema in die Kommentare auslassen. Dann sage ich mal bis dann, Leute, und haut rein.